Viele Jahrzehnte lang galt die Schweiz als absolut sicherer Hafen für Geldanlagen aus dem Ausland. Ob diese Geldanlagen aus legalen oder illegalen Quellen stammten, das war den Schweizern nicht ganz so wichtig. Aber dann kamen die Amerikaner, die haben gesagt, hey, ihr müsst kooperieren, da sind ein paar Vorgänge, die uns nicht passen. Also kooperierten die Schweizer, lüfteten das Bankgeheimnis und alles ging dann wieder seinen gewohnten Gang bis am Sonntag. Am Sonntag nämlich wurden faktisch die Aktionäre der Credit Suisse entmündigt qua Notstandsgesetzgebung an einem Sonntag. Und damit ist der Finanzplatz Schweiz aus meiner Sicht ziemlich heftig angeschossen, denn das ist im Prinzip eine Enteignung. Nun kann man sagen, naja, ist doch gut für die Aktionäre, wenn die Bank pleite gegangen wäre, dann wären ihre Investments komplett wertlos gewesen. Aber Schlusskurs der Credit Suisse war 1,87 am Freitag und letztendlich zahlt die UBS 85 oder 86 Franken, also deutlich weniger als eben dieser Schlusskurs am Freitag, 60-70% weniger um und bei. Und jetzt ist natürlich der eine oder andere ein bisschen genervt und sagt, ja, vielleicht hätte die Credit Suisse das ja entspannt überlebt, wäre aus dieser Krise rausgekommen und ich bin hier faktisch entmündigt worden. Ich konnte nicht darüber abstimmen, ob ich denn mit dieser ganzen Geschichte einverstanden bin. Auch die Halter nachrangiger Anleihen schauen ja komplett in die Röhre, aber wir schauen uns mal diese etwas überdimensionierte Schweiz an mit einer völlig überdimensionierten Notenbank, SNB, die von vielen als der größte Hedgefonds der Welt bezeichnet wird und vor allem hat jetzt die UBS eine Größe, die etwa das Doppelte der Schweizer BIPs betrifft. Das ist absolut extrem, viel too big to fail, könnte man sagen, viel zu groß, um zu scheitern jetzt. Da darf nichts mehr schief gehen, aber schauen wir uns die Dinge mal an, schauen wir uns das Geschehen auch an den Märkten an. Das fühlt sich an wie Russland in Zürich, so hat es ein der UBS, nee, nicht der UBS, der Credit Suisse, nahestehender Banker gesagt. Viele Schweizer Familien sind hier faktisch ziemlich rausgeschmissen worden aus dieser Aktie, natürlich auch ausländische Investoren, allen voran diese Saudi National Bank, die fast 10% hatte, die Qataris, die über 6% hatten, einige andere BlackRock große Aktionäre eben auch noch, aber das ist schon eine ziemlich kalte Enteignung, die da stattgefunden hat, wie gesagt, per Notstandsgesetzgebung an einem Sonntag und da gibt es jetzt schon die ersten Klageabsichten offenkundig, wie das Handelsblatt hier berichtet. Man sagt, die Regierung und die Aufseher seien diesen UBS-Managern nicht gewachsen gewesen. Die haben natürlich gesehen, wow, die Regierung ist unter Druck. Und die wollten unbedingt vor Sonntagabend, vor Eröffnung der asiatischen Börsen, wollten die irgendeinen Deal eben in trockenen Tüchern haben. Also hat man erstmal gesagt, ja, okay, wir zahlen 1 Milliarde und ihr übernehmt bitte die Haftung, nämlich die Schweiz. Dann sind es etwas mehr Milliarden geworden, aber nach wie vor eben deutlich weniger als der Aktienkurs noch am Freitag gewesen ist. Brillant verhandelt, so sagen Experten über die UBS. Und letztendlich sind andere die Gelackmeierten. Die UBS könnte der Profiteur sein, aber wie gesagt, die Bank ist jetzt ein bisschen groß. Gucken wir uns mal die Bilanzsumme der UBS an. Ende 22 1 Billion Euro, 1,03 genauer gesagt, die Credit Suisse nur noch 535 Milliarden Euro. Wir sehen, dass das in den letzten Jahren immer weniger gewesen ist, auch weil eben viele vermögende Kunden da ihre Gelder abgezogen haben. Und hier mal ein paar Headlines, die so zeigen, was da in letzter Zeit los war. Erstmal hat die SNB, die Schweizer Nationalbank, der Credit Suisse 50 Milliarden zugesagt als Hilfsmaßnahme. Größte Hilfsmaßnahme seit der Finanzkrise. Dann hat die SNB, die Schweizer Nationalbank, nach jahrelangen Gewinnen im letzten Jahr mal eben 132,5 Milliarden Franken Verlust gemacht. Vor allem durch Fremdwährungseinbußen. Euro, man hat ja lange Euros gekauft, um den Euro-Franken-Kurs zu stabilisieren. Und dann hat man jetzt eben gesagt, okay, wir unterstützen den Credit Suisse UBS-Deal und geben hier mal eine Ausfallgarantie von bis zu 100 Milliarden Franken. Also alles eine ziemlich große Hausnummer angesichts eines BIPs in der Schweiz von etwa 770 Milliarden Franken oder hier Euro. Ich weiß nicht genau, welche Währung das jetzt ist. Schwamm drüber.
Jedenfalls sehen wir, dass die UBS eine Bilanzsumme hat, die doppelt so groß ist. Und schauen wir uns mal die Bilanzsumme der SNB, also der Schweizer Notenbank, an. Und dann sehen wir, wie krass das gestiegen ist in Relation zum BIP der Schweiz. Noch Anfang der 2000er Jahre war man da so bei 20%. Jetzt sind wir um und bei 150%, also eine Versiebenfachung ungefähr dieser Bilanzsumme. Und da hat man zum Beispiel sehr fröhlich auch Aktien gekauft, weltweit, vor allem amerikanische Tech-Aktien. Hier sehen wir mal in Relation der Bilanzsumme der SNB etwa zur Bank of Japan. Das ist die einzige, die da noch ein bisschen mitkommt in Sachen Bilanzsumme zum BIP. Und die Japaner, die kaufen ja praktisch, oder die Notenbank kauft ja fast den gesamten Aktienmarkt über ETFs auf. Man ist praktisch schon fast der Besitzer der Hälfte aller japanischen Staatsanleihen. Also auch das ziemlich irre und kann eigentlich nur funktionieren, solange die Zinsen bei Null sind. Deswegen sträuben sich die Japaner ja auch noch ein bisschen, die Zinsen anzuheben, wollen sogar noch Quantitative Easing weitermachen. Aber die Schweizer, die haben schon ein bisschen reagieren müssen. Die anderen Notenbanken, diese Grafik ist nicht mehr ganz aktuell, Ende 2020, da ist etwa die EZB so dann gewesen nach Corona bei 65% der Bilanzsumme in Relation zum BIP und die Amerikaner ja so 36-37%, also eine ganz andere Dimensionierung. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Credit Suisse an und dann sehen wir hier, noch vor 9 Monaten gab es einen Stresstest, den also die Credit Suisse ganz entspannt bestanden hat. Also wir sehen diesen Showcharakter dieser Stresstests, die eigentlich überhaupt nichts aussagen. Wenige Monate später war dann Schicht im Schacht, sodass insgesamt der Bankenindex hier in Europa seit 28. Februar, damals hatte er ein 5-Jahres-Hoch erreicht, die Banken waren die großen Profiteure der Rallye zu Jahresbeginn, ist man mal eben um 18% eingebrochen, hat 1 Billion Dollar in einem Monat verloren. Das ist eine Menge Holz in so kurzer Zeit, also da ist etwas kolossal schiefgelaufen. Und nein, natürlich wird der Steuerzahler hierfür nicht haften, das wissen wir alle. Man hat das Gefühl, diese Beteuerungen, die Leute wollen belogen werden, früher oder später wird man dafür haften. Der Banking-Sektor ist sound and stable, gesund und stabil, deswegen sind ja ein paar Banken nur pleite gegangen. Aber der große Unterschied im Vergleich dieser Bankenkrise zur Finanzkrise 2008-2009 war, dass damals die Banken untereinander misstrauten. Es war also eine Misstrauenskrise zwischen Banken. Und jetzt haben wir eine Situation, in der vor allem Investoren und ihre Kunden, nämlich der Banken, die Kunden der Banken, diesen Banken nicht mehr vertrauen. Das ist der große Unterschied. Deswegen haben wir regelrechte Bankruns gesehen, ob elektronisch oder physisch. In den USA vor allem elektronisch, Silicon Valley Bank, Signature Bank, First Republic Bank, wie sie alle heißen, und letztendlich eben auch Credit Suisse. Da sind so viele Milliarden rausgeflossen in den letzten Tagen, 10 Milliarden pro Tag. Und auf der anderen Seite, und das ist das Verrückte an dieser Marktsituation, wir haben einen veritablen Bankencrash, aber die Indizes halten sich. Und wir sehen jetzt, es sind 7,3 Milliarden jetzt letzte Woche in den SPY geflossen, also in das maßgebliche ETF auf den S&P 500. Das ist die größte Summe seit Anfang 2000 oder seit Ende 2019. Das war auch kurz vor dem Corona-Crash übrigens der Fall, interessanterweise. Also man glaubt an den Fed-Pivot, man sagt sich, ja gut, jetzt haben wir diese Bankenkrise, ist doch super, dann müssen die Notenbanken die Zinsen anheben und dann steigen die Aktienmärkte. Aber ein Blick in die Geschichte zeigt, dass das nicht so sein muss. Hier sehen wir mal die Fed-Pivots, also die Wenden der Fed, wo man dann angefangen hat, nach einem Zinsanhebungszyklus die Zinsen wieder zu senken. Dass es da teilweise ziemlich sportlich noch nach unten gegangen ist. Und jetzt am Mittwoch ja die große Frage, was wird die Fed machen? Jetzt sagt hier die Citigroup, also wir erwarten, dass die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben werden und dann die sogenannten Dotplots, also die Zinserwartungen der Notenbanker, sich einpendeln zwischen 5,25 und 5,5%. Also würde bedeuten, dass die Fed selbst denkt, nochmal die Zinsen dann um 50 Basispunkte etwa anzuheben, also ein halbes Prozent.
Auch JP Morgans Chef Economist sieht 25 Basispunkte. Goldman Sachs dagegen sagt, wir denken, dass die Fed eine Pause machen wird im März. Also da ist alles andere als klar. Noch ist die Wahrscheinlichkeit ein Ticken höher, dass die Fed die Zinsen anhebt am Mittwoch. Aber wir sehen, dass jetzt auch die Stresssymptome eben im Unternehmensanleihebereich sind. Wir sehen, dass die Spreads, die Risikoaufschläge für Unternehmensanleihen, vor allem für Junkbonds, eben in den letzten Tagen deutlich gestiegen sind, wie Sie hier unten in der Grafik sehen. Und es gibt wieder viele bullische Kommentare. Ah, siehst du, wie stark doch die Märkte sind, diese Rücksetzer, und jetzt wird alles gut. Die Notenbanken senken die Zinsen. Das ist jetzt schon fast wieder das dominierende Narrativ an den Märkten. Jetzt schauen wir uns aber mal diesen Chart an. Und sieht das so fürchterlich bullisch aus? Wir sind unter den ansteigenden Trendkanal gefallen, MACD noch tief in der bärischen Zone. Wir haben eine veritable Bankenkrise, die mit Notrettungen, mit Notstandsgesetzen, mit Dollar-Swaps, wie jetzt am Sonntag versucht wird, wieder in die Reihe zu kriegen. Das hatten wir zuletzt gesehen im Corona-Crash, als die Fed auch an einem Sonntag agieren musste. Und hier nochmal der S&P 500 in einem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Hier sehen wir übergeordnet den nach wie vor intakten Abwärtstrend und im kurzen Zeitfenster eben auch noch den Abwärtstrend. Selbst wenn wir da jetzt eine Erholung zaubern, dann kommen wir so im Bereich 3.980, 3.990 an diesen kurzfristigen Abwärtstrendkanal. Und die meisten gehen schon davon aus, siehst du, die Fed wird den Pivot einleiten am Mittwoch, was aber wenn nicht. Ich denke, die Fed wird eher mit solchen Notfallmaßnahmen agieren, um diese Krise irgendwie in den Griff zu kriegen und nicht mit Zinssenkungen, denn das ist sozusagen kontraproduktiv und damit würde sie sich die Inflation wieder ins Haus holen. Und hier sehen wir eine der Ursachen dieser Bankenkrisen, dass man vergleichsweise risikofrei eben über kurzfristige Anleihen, Staatsanleihen, eben 4-5% bekommen hat. Vorher waren es noch über 5% teilweise. Jetzt haben wir ja gesehen, die Renditen sind deutlich zurückgegangen, heute wieder ein bisschen gestiegen. Also das ist ein Risk-Off-Signal, auch wenn Geld letztendlich hier in Cashmärkte fließt. Und hier sehen wir mal diesen Kreislauf. Da haben ja Depositors, also Kunden, haben Gelder abgezogen, haben das in Geldmarktfonds zum Beispiel gelegt. Diese Geldmarktfonds interagieren mit der Fed und die Banken wiederum, vor allem die kleineren Banken, holen sich dann über das Discount Window von der Fed, dieses Notfenster, praktisch wieder Gelder zurück, die sie über Einlagen ihrer Kunden verloren haben, aber sie zahlen dafür einen heftigen Zins, nämlich etwa 4,5-5%, und damit wird Geld immer teurer für sie, beziehungsweise sie verlieren Einlagen, und um diese Einlagen wieder zu ersetzen, müssen sie heftige Zinsen zahlen. Das ist das große Problem. Deswegen dürften viele Banken ihre Kreditvergaberichtlinien deutlich straffen, deutlich strenger gestalten. Das wiederum bedeutet, dass die Rezessionswahrscheinlichkeit deutlich zunimmt. Lance Roberts sagt das hier, wir haben unser Exposure etwa in Energie rausgenommen, weil wir sagen, das ist letztendlich auch eine Frage der Kreditvergabe, eine Frage der Rezession, und Energie läuft normalerweise in Rezessionen schlecht, weil eben dann die Nachfrage letztendlich sinken wird. Also durchaus ein nachvollziehbarer Gedanke und interessant auch, wie Mike Zaccardi hier zeigt. Die Firmen, die börsengelisteten Unternehmen mit einer starken Bilanz haben deutlich besser performt als die mit einer schwachen Bilanz. Man unterscheidet also wieder etwas. Und früher war ja alles eine Soße, egal. Hauptsache steigt, und es ist ja alles gestiegen, als die Zinsen bei Null waren und die Fed und andere Notenbanken Liquidität ins System geschüttet haben. Und jetzt kommen wir zu dem anderen großen Bereich. Das große Damoklesschwert über den Märkten ist der Commercial Real Estate Bereich, also Gewerbeimmobilien in den USA, die darunter leiden oder deren Auslastung darunter leidet, dass Homeoffice auch in den USA immer prominenter geworden ist. 33% derzeit der Stand, Homeoffice 5% vor 2020. Also stehen viele Gebäude nicht leer unbedingt, aber die Firmen versuchen sich zu verkleinern, brauchen nicht mehr so viel Büroraum, und jetzt müssen 1,5 Billionen Dollar in den nächsten 3 Jahren
refinanziert werden, müssen also neu vergeben werden. Jetzt sind die Wertigkeiten dieser Immobilien nach unten gegangen, gleichzeitig der Zins eben nach oben gegangen. Das ist gewissermaßen die tickende Zeitbombe in diesem ganzen Konstrukt. Und interessant heute auch eine Meldung, dass Amazon 9000 Jobs streicht. Und das Interessante ist, dass das im Bereich AWS ist, also im Cloud-Bereich. Und vor allem hier Advertising und Twitch, also man gibt weniger Geld für Werbung aus, man fährt also Werbeaktivitäten zurück, weil man offenkundig sich jetzt defensiver aufstellen will. Kommen wir nochmal abschließend zu den Notenbanken. Hier hat heute der ehemalige EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark das Richtige gesagt aus meiner Sicht. Die Notenbanken wurden von der hohen Inflation überrascht. Man hat es erstmal geleugnet, dann gesagt transitory, dann Obst, nicht transitory, voll in die Eisen gegangen. Und mit Zinsanhebungen, jetzt mit unerwarteten Folgen für die Märkte, das ist sozusagen das Eigenverschulden der Notenbanken. Und jetzt ist Lagarde wieder gefordert, sie muss die Fronten innerhalb der EZB zwischen den Südländern und den Nordländern irgendwie ausgleichen. Südländer, zum Beispiel Stornaras, der Grieche, Notenbankchef, hat heute gesagt, also wir sind jetzt praktisch am Ende mit dem Zinsanhebungszyklus. Andere, Kasachs etwa, hat gesagt, nee, also wenn sich diese Bankengeschichte beruhigt, dann machen wir einfach weiter mit den Zinsanhebungen. Und Lagarde sagt, naja, es gibt ja gar keinen Konflikt zwischen Bekämpfung der Inflation und etwa der Finanzstabilität. Also sozusagen unseren Bemühungen, jetzt diese Bankenkrise zu überwinden, das sehe ich anders. Das widerspricht sich latent, denn wenn ich Liquidität ins System schütte, dann schaffe ich wieder die Voraussetzung für Inflation. Und da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Credit Suisse, UBS-Deal, die staatlich erzwungene Übernahme. Nochmal Beleuchtung dessen, was ich am Anfang erzählt habe mit der Schweiz. Mal eben per Notstandsgesetzgebung enteignen. Kann man machen, aber wird eben Folgewirkungen haben. Und zweite Artikelempfehlung, wenn Sie mal genau anschauen wollen, was da passiert ist im Bankensektor. 1 Billion in einem Monat, das muss man erstmal hinkriegen. Also diese beiden Empfehlungen, jetzt sage ich Servus und Ciao.